Ja, dann zunächst einmal herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Professor C., jetzt hätte ich gewusst, was für Anforderungen an den Preis gestellt werden, dann hätten wir ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Man kann auch vorgeschlagen werden, das verkürzt das Ganze ein bisschen, in dem Fall eben von der Helmholtz-Gemeinschaft, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ja, auch Nico für die sehr nette Einführung. Ich freue mich auch ganz besonders, sowieso immer in Karlsruhe zu sein und auch viele Weggefährten von dem SMART-Projekt zu sehen, was, ich denke, nicht nur mich, sondern viele auch in den Jahren schon wissenschaftlich geprägt hat. Ja, wie gesagt, ich möchte aus der Perspektive, aber keine Angst, ich rede heute nicht über Siedlungswasserwirtschaft, aber aus der Perspektive der Abwassertechnik, der Abwasserforschung erzählen, in welcher Form wir den Versuch gemacht haben, im Nahen Osten eben ein dezentrales Abwassersystem zu implementieren. Viele von Ihnen werden natürlich sofort wissen, dass das sehr sektorenübergreifend passieren muss und insofern auch, denke ich, sehr viele Schnittstellen zu den Disziplinen, die Sie hier vertreten, in der Umweltfakultät sehen werden. Und ganz besonders freut mich natürlich, dass auch die Einladung von Nico Goldscheider, aber gerade die Zusammenarbeit mit der Hydrogeologie für diese Art Forschung ganz essentiell gewesen ist. Ich möchte das Ganze in vier mehr oder weniger unterschiedlich große Abschnitte teilen. Wir reden hier über die Implementierung von abwassertechnischen Systemen. Das heißt, ich möchte auch mal kurz die Situation hier in Deutschland beleuchten vor dem Hintergrund, was ist denn eigentlich der Stand hier und was davon wollen und sollten wir eigentlich mit in den Nahen Osten nehmen. Für die, die noch nicht im Nahen Osten zu tun hatten, einige wenige Worte über die Zielregion, dann der eigentliche Implementierungsansatz im Nahen Osten und vielleicht auch zur Diskussion kleine Schlussfolgerungen und Ausblick. Sie haben im kleinen Untertitel gesehen, die Rolle der Forschung. Da können wir vielleicht gerade hier am KIT mit Umwelt, verschiedenen Umweltwissenschaften ja, vielleicht einige interessante Diskussionen führen. Ja, wenn wir erstmal in Deutschland beginnen, was haben wir denn eigentlich hier gelernt an der Wasserfern der Abwasserentsorgung? Erstmal eine sehr gute Nachricht, wenn Sie die Bevölkerung fragen, hat die Abwassertechnik einen ausgesprochen guten Ruf, hohen Stand. Die meisten verbinden so Sanitäreinrichtungen damit, das funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund, was immer ein gutes Zeichen für die Technologie ist, wenn sie funktioniert, ohne dass man sich große Sorgen machen muss. Wenn die Umwelt geschädigt wird, hier also offensichtlich durch das Einleiten von Färbereiabwässern in einem Kanal in Mexiko ist das gewesen. Sehr hellhörig wird die Bevölkerung, wenn es um Geld geht, wenn die Abwassergebühren steigen. Und was ich sehr interessant und sehr nett gefunden habe, 2007 hat ein medizinisches Journal einmal eine Umfrage unter medizinischen Lesern gefragt, was die wichtigste Leistung in der Medizin seit 1840 ist. Und man hat die Public Hygiene, also die Hygiene, also die durch die Abwasserreinigung geleistete Hygiene in den Städten als das wichtigste Ziel oder das wichtigste Produkt, sogar hinter den Antibiotika gewählt, was ich damals sehr erstaunlich fand. Grundsätzlich folgt ja die Abwasserreinigung, das ist jetzt keine große Überraschung, dem Fortschritt der Gesellschaft. Man sieht jetzt hier, wenn Sie einfach mal hier unsere Zeit nehmen, dass auch noch nicht alle Abwasserprobleme gelöst sind. Wir haben, was die Industrieabwässer hier in Rot angeht, immer wieder neu zusammengesetzte Komponenten, die nicht unbedingt in unseren Klärsystemen gereinigt werden. Wir haben jetzt auch gerade die Zunahme der Xenobiotika, Stichwort auch Mikroschadstoffe, Mikroplastik, sehr, sehr neue Dinge, mit denen wir uns jetzt seit einigen Jahren beschäftigen müssen. Und warum ich das erzähle, das heißt, die Abwassersysteme, die wir hier gerade betrachten, also ist einfach jetzt mal reflektiert hier auf die Säulen, müssen woanders, hier mal Beispiel Ganges von meinem Kollegen Dietrich Borchert, ganz andere sein. Und es macht also in der Logik auch keinen Sinn, mit dem Abbau von Mikroschadstoffen zu beginnen, wenn die anderen abwassertechnischen Leistungen noch gar nicht realisiert sind. Wenn wir über Abwasserbehandlung in Deutschland reden, haben wir ein sehr entwickeltes zentrales System in der Regel. Das funktioniert gut, vielleicht sogar mit am besten in der ganzen Welt. Kritisch jetzt mal hinterfragt ist ein Punkt. Wir verwenden Trinkwasser, hochreines Trinkwasser.
für den Transport der Wässer, in dem es nämlich im Haushalt verbraucht wird. In der Regel haben wir eine Mischkanalisation, das heißt, wir brauchen dann dieses Wasser, damit das Abwasser auch im Klärwerk ankommt. Wir haben ein Kanalnetz. Kanalnetz ist sehr teuer im Vergleich zur Gesamtinvestition mit 70, manchmal 80% der Investitions- und Betriebskosten. Die eigentliche Kläranlage ist manchmal überraschend günstig in diesem Vergleich und wir haben die Abprodukte, Effluent, also behandelte Abwässer und Klärschlamm. Vielleicht noch ein paar Zahlen, um das einzuschätzen. 10.000 große Kläranlagen haben wir etwa, 10 Milliarden Kubikmeter Abwasser werden jedes Jahr behandelt, ganz neue Zahl, etwa 560.000 Kilometer Kanalnetz in Deutschland, Durchschnittspreis 2,30 Euro pro Kubikmeter Abwasser und wir haben etwa 4,5 Milliarden Euro investiert in neue Kanalnetzinvestitionen. Das sind Zahlen noch aus dem Jahr 2011, ist ein bisschen runtergerutscht. Erwähnenswert auch, dass das System, obwohl es sehr gut funktioniert, auch deutlich Probleme für uns mit sich bringt. Wir haben nämlich auch die Sanierung dieser Kanalnetze zu beachten. Etwa 1,6 Milliarden Euro waren das im Jahr 2009 exemplarisch gewesen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass es einen Sanierungsstau in den Städten gibt. Das heißt, das Kanalnetz altert natürlich auf der einen Seite immer weiter. Und die immer ärmeren Städte müssen also in der Logik oft immer mehr Geld für die Sanierung und Neubau ausgeben. Das ist hier eigentlich sehr schön von dem Klaus Pecher bereits 2009 mal hochgerechnet worden. Um auch hier nochmal ein paar Zahlen zu nennen, was das bedeutet, also hier wieder die Kilometerzahl, einfache Reparaturen, 113 Euro pro Meter ist jetzt die Einheit. Also Reparaturen größeren Ausmaßes, also 400 Euro, richtiges Replacement, also wo Kanalnetze wirklich erneuert werden müssen, mit Straßenaushub und allem, was dazugehört, mit 1.600 Euro pro Meter und Development, also wirklich Neubau in neuen Siedlungen mit etwa 900 Euro pro Meter. Das sind wirklich erhebliche Kosten, die wir bezahlen müssen, wenn wir das System brauchen. Ja, auch ganz kurz aus meiner Stadt, in der ich jetzt wohne, in Leipzig, ist die Konsequenz eben, dass in der langzeitigen Investitionsplanung wir eigentlich 80% Kanalnetze vorhalten müssen in Leipzig. Also das bringt mich zu meiner ersten Schlussfolgerung, dass die Abwasserbehandlungsbetriebe in der Wahrnehmung eigentlich Logistikfirmen sind, die das Abwasser übertransportiert, wird gestapelt, bis es bearbeitet, behandelt werden kann. Das Ganze funktioniert aus einem ausgesprochen hohen und sicheren Niveau seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Gerade Deutschland ist auch sicherlich bei den Top-Nationen hier zu sehen. Es gibt nicht viele Länder, wo ich Wasser aus dem Trinkhahn zu mir nehmen würde. Die Ziele sind Hygiene und natürlich Umweltschutz im Sinne von Eutrophierung zunächst einmal. Wir lassen uns das aber auch eine ganze Menge Geld kosten. Wir reden ja gleich über Implementierung noch. Und die zweite Schlussfolgerung ist, dass Alternativen zu dem klassischen Kanalnetzkosten helfen können, wirklich sehr viel Geld zu sparen. Jetzt ist es so, wenn wir zentrale Abwassersysteme mit dezentralen vergleichen, gibt es Vor- und Nachteile für jedes System. Das ist logisch, wenn wir zentral denken und arbeiten, macht das sehr viel Sinn oder ist die Effizienz sehr hoch, wenn viel Wasser zur Verfügung steht, wenn wir gut planen können, wie viel Dynamik hat die Bevölkerungszunahme zum Beispiel oder Abwanderungsprozesse. Gut ist eigentlich eine relativ langsame Bevölkerungsentwicklung. Wir brauchen Geld für die Investitionen, wie ich gerade gesagt habe. Und logischerweise ist die Effizienz sehr viel niedriger, wenn das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir also wenig Wasser haben, wenn wir sehr weit verbreitete Siedlungsstrukturen haben, wenn der Planungshorizont eben auch relativ kurz ist, also Stichwort Flüchtlingsproblematik Nahen Osten, oder die Bevölkerungsentwicklungsdynamik auch sehr, sehr groß ist. Das sind aber die Vorteile von kleinskaligen Systemen und wir haben vor einigen Jahren in Deutschland auch das BDZ, das Bildungs- und Demonstrationszentrum für
dezentrale Abwasserbehandlung gegründet. Was wir hier mal sehr gerne verwendet haben, ist der Begriff zukunftsfähige Abwasserbehandlung, was einfach bedeutet, dass wir die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Systemen vernünftig nutzen müssen. Ja, das heißt also, es geht bei uns ein bisschen um die dezentralen Abwassersysteme, was einfach nichts anderes heißt, als dass Abwasser vorzugsweise dort behandelt wird, wo es auch anfällt. Wir vermeiden einfach die teuren Kanalnetze da, wo es keinen Sinn macht. Wichtig ist aber auch der Begriff, hier steht System. Also es geht nicht nur um die Technologie, es geht auch um die Betriebsführung, es geht auch um die um Maintenance, und es geht, also um die Wartung. Und es geht aber auch um die Akzeptanz, dass diese Art der Abwasserbehandlung auch von den Bürgern akzeptiert wird. Ja, die Potenziale sind eben auch durchaus groß. Sie sehen, die Bilder werden schon etwas trockener. Die Vorteile sind ganz allgemein formuliert. Einfach im lokalen Bereich können wir natürlich dort, wo dieses Abwasser anfällt, zusätzliches Bewässerungsbewasser bereitstellen. Hier in Siedlungen zum Beispiel angedeutet. Wenn wir schnell wachsende Städte haben, können natürlich diese relativ flexiblen Infrastrukturen auch helfen, mit dem Stadtwachstum umzugehen, ist also auch eine Art Planungsinstrument dort. Die wahrscheinlich in der Umweltperspektive wichtigste Eigenschaft ist sicherlich die, dass wenn die Anlagen dort gebaut werden, wo ein Grundwasser, also gerade im Nahen Osten ist ja Grundwasser das wichtigste Schutzgut, geschützt werden kann, die regionale Perspektive ist sehr wichtig, nämlich zum Grundwasserschutz. Und es kann natürlich helfen, dadurch, dass wir die Kanalnetzkosten nur dort bezahlen, wo sie gebraucht werden, dass wir dieses Geld also auch in mehr Kläranlagen einsetzen und somit also auch zu einer gewissen Kosteneffizienz von Investitionen beitragen. Über die Technologien will ich jetzt nicht sprechen im Einzelnen, nur so weit, dass es eine Vielzahl von Technologien gibt, die gar nicht vom Prinzip so viel anders sind als die zentralen Technologien. Wir reden im Wesentlichen auch über Belebschlammverfahren, über Membranverfahren mit verschiedenen Vor- und Nachbehandlungssystemen, die auch im Prinzip die entsprechenden Guidelines durchaus einhalten. Ja, wir sehen schon ein Bild von dem Nahen Osten. Vielleicht, ich hatte es ja angekündigt, im zweiten Teil ganz kurz, ja, vielleicht typische Eigenschaften, wenn Sie dort noch selber nicht gewesen sind. Eines meiner ersten Eindrücke vom Nahen Osten war hier ein Blick aus dem Fenster, wo man über diese kleinen Dörfchen diese runden grünen Flecke sieht. Das stammt daher, dass hier Grundwasser genutzt wird zur Bewässerung. Man hat dann so Radialbewässerungssysteme, die dann quasi im Kreis die kleinen Felder und Äcker bewirtschaften. Trockenheit ist sicherlich eines der großen Zukunftsprobleme, die wir haben werden. Man sieht hier sehr schön, dass 40% der Fläche global gesehen sehr, sehr trocken ist mit verschiedenen Übergangszuständen. Etwa 35% der Weltbevölkerung leben dort. Man sieht hier in manchen Hochrechnungen, dass das in den nächsten Jahren noch sehr viel ausgeprägter ein Problem sein wird. Wir sehen, dass viele arabische Staaten von Trockenheit massiv betroffen sind. Hier mal so als Info, Wasserstress, Wasserknappheit und ernsthafter Wassermangel, der geht hier bei 500 Kubikmeter pro Einwohner und Jahr los. Und Sie sehen, dass die meisten Länder, die hier aufgelistet, weit, weit darunter sind. Jordanien, das Land, wo wir uns schwerpunktmäßig als Modellland auch kümmern, ist bei etwa, Nico, 30 Kubikmeter pro Einwohner und Jahr mittlerweile zu einem der ärmsten, wasserärmsten Länder oder zu dem wasserärmsten Land der Welt sogar geworden. Ja, eigentlich nur ein paar kurze Fakten, wo man das sehr schön dran ausmachen kann. Auch jährliche Evapotranspirationsrate 2.000 bis 5.000 Millimeter bei sogenannten ariden Bereichen. Sehr aussagekräftig finde ich die Anzahl der Monate, wo die Evapotranspiration größer ist es als die Niederschläge, hier 10 bis 12, 6 bis 9 Monate beim Semiariden und die unterschiedlichen Grundwasserneubildungsraten, die sehen 1 bis 5 sehr, sehr niedrig. Was auch noch sehr typisch ist, dass der Hauptverbraucher dieses Wassers die Landwirtschaft ist. Und mit zunehmendem Bevölkerungswachstum werden auch mehr Lebensmittel benötigt. Das heißt, dieser Anteil wird auch sicherlich noch sehr, sehr wachsen. Typisch auch extreme Gradienten. Also wenn wir
hier mal die Niederschlagsmengen sehen. Die sehen Sie hier beispielsweise Amman, die Hauptstadt von Jordanien, die extremen Unterschiede innerhalb von wenigen Kilometern. Typisch auch, dass es Monate gibt, wo überhaupt kein Regen fällt natürlich. Man sieht das auch, wenn man in die Wüste geht, in der Trockenzeit. Aber ich denke, Ihr hydraulisch geschultes Auge sieht sofort diese Strukturen, die durch Wasserbewegung entstehen. Nämlich in der Regenzeit rauscht das Wasser sehr, sehr massiv durch die Wadis und tragt dadurch leider nicht zur Grundwasserneubildung bei, weil sie aus dem entsprechenden Einzugsbereich herausfallen. Ja, jetzt wie gesagt der dritte Block von der Forschung zur Implementierung. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel über SMART zu erzählen, dank Nico Goldscheider. Soll aber hier nochmal erwähnt werden, dass das meiste von dem, was ich jetzt erzähle, im Rahmen des SMART-Vorhabens entstanden ist, über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Warum Jordanien? Jordanien und der Nahe Osten ist sicherlich ein Hotspot für wirklich extremen Wassermangel. Der Wasserverbrauch ist über 150% über den natürlichen Yield. Ein ganz typisches Problem in der ganzen arabischen Halbinsel, deswegen waren wir froh, dass wir Karst-Spezialisten dabei hatten, ist, dass wir dort kaum Bodenpassagen haben. Wir haben fast auf der ganzen arabischen Halbinsel Karstböden, was jetzt abwasserseitig dazu beiträgt, sobald Abwasser schlecht geklärt oder ungeklärt den Kontakt zum Boden hat, eigentlich das Grundwasser massiv gefährdet ist. Besonders auch die grenzübergreifenden Effekte, Herr Goldscheider hat schon gesagt, Jordanien, palästinensische Gebiete und Israel, aber wie gesagt, die Aquifere sind eben grenzübergreifend. Wir brauchten also neue Methoden, um die Wasserquantität einzuschätzen. Wir brauchten Methoden, um mit der Datenknappheit umzugehen, auch sehr, sehr typisch für die Region, brauchten neue Technologien, die Wasserressourcen schützen und haben das Ziel gehabt, lokale Wasserkreisläufe zu schließen. Der Rahmen unserer Arbeiten, das brauche ich jetzt im KIT auch nicht wirklich vorzustellen, war das integrierte Wasserressourcenmanagement, also von der UN-Water-Dekade 2005 ausgelobt, durchs BMBF erfreulicherweise mit vielen schönen Vorhaben rückblickend gefördert worden. Ich halte persönlich das IWM auch heute noch für ein extrem gutes und wichtiges Mittel, gerade wenn wenig Wasser zur Verfügung steht, wenn Konflikte existieren, wer von den unterschiedlichen Wassernutzern wie viel Wasser für welchen Zweck nutzen darf, also für ein vergleichsweise faires Mittel, das Ganze zu entspannen. Die Implementierung aus der Periode war noch nicht ausreichend, kann man sagen. Gerade auf hochpolitischer Ebene ist IWM immer noch nicht wirklich angekommen. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum jetzt die in den neuen US Sustainability Goals das IWM erneut auch wieder als wichtiges Ziel aufgeführt ist. Ja, kurz, ohne auf alle Forschung eingehen zu können, aber das Forschungsprinzip nur zur Erklärung, wenn man im Wassermangelgebieten über Wassermanagement redet, ist der erste Schritt, den man machen muss, dass man wissen muss, wie viel Wasser ist wo, in welcher Tiefe und welcher Menge. Das heißt, die Quantität ist ganz wichtig. Das heißt, eine möglichst präzise Hydrogeologie mit einem präzisen Resource Mapping ist natürlich ganz entscheidend für alle Infrastrukturmaßnahmen, die folgen. Das heißt, die Grundwassermodellierung, ganz wichtige Teildisziplin, und der Grundwasserschutz steht nicht ohne Grund hier in der Mitte. Nämlich, wenn wir wissen, welche Wassermengen wo sind, kann man sich auch besser über die Wasserqualität unterhalten. Das heißt, was mache ich mit den vorhandenen Wässern? Und Sie sehen, in der Mitte steht Grundwasser als wichtigstes Schutzgut eigentlich in Wassermangelgebieten neben dem Menschen. Und ich glaube, in der Perspektive muss man sich auch dem Wassermanagement sich nähern. Wenn wir über Infrastrukturen sprechen, müssen wir wissen, für wie viele Menschen wir das machen. Die Zahl ist eben schon genannt worden. Jordanien zeigt
also wirklich ein rapides Wachstum. Das ist nicht nur das natürliche Bevölkerungswachstum, sondern auch 1,5 Millionen Flüchtlinge, die aus Syrien in das Land gekommen sind. Und ich glaube, nicht ohne Grund sprechen die Wasserminister von einer Wasserkrise in der Wasserkrise. Es ist wirklich teilweise kritisch geworden. 45% sind nicht angebunden an Kanalnetze. Das Grundwasser ist teilweise erheblich verschmutzt. Das wasserärmste Land der Welt wurde schon genannt. Also wir müssen unbedingt vermeiden, dass Abwasser ungeklärt oder schlecht behandelt in den Grundwasserleiter kommt. Das heißt, was wir brauchen, sind eigentlich lokale Wasserkreisläufe, die dieses wichtige Schutzgut wirklich erhaltenswert machen. Als wir 2006 die Situation eingeschätzt haben, waren wir schon ein wenig eingeschüchtert von der Dicke des Brettes, was dort vor uns lag. Also es gab eigentlich gar nichts zu unserem Thema, um es mal platt auszudrücken. Also es gab wenig Gelder für den Ausbau der Kanalnetze, weil es einfach auch keinen Sinn macht unter den gegebenen Bedingungen. Es gab keine Erfahrung mit der Implementierung, welche Technologien eingesetzt werden, über Investitionen. Es gab keine Operation and Maintenance Erfahrungen. Es gab auch keinen kommerziellen Sektor, wie in Deutschland, Abwasserzweckverbände, sagen wir ja zum Beispiel. Es gab auch keine angepassten Guidelines. Viele europäische Guidelines wurden quasi kopiert und eingesetzt. Unklare Verantwortlichkeiten und auch unsichere Akzeptanz der Bevölkerung. Und was wir dann sehr schnell in der ersten Projektphase auch gelernt haben, dass wir einen breiteren Ansatz wählen müssen. Eben nicht nur die Technologie, die natürlich auch noch in unserem Abwasserpaket eine große Bedeutung hat, aber wir müssen uns gleichzeitig um die Infrastrukturplanung kümmern, aber auch um die institutionellen Rahmenbedingungen, dass also unsere neu entwickelten Technologien auch überhaupt eingesetzt werden dürfen. Und dazu braucht es natürlich auch, wie eigentlich in allen IWM-Vorhaben, ein Capacity Development. Und ich würde jetzt einfach ganz gerne mal durch einige der Meilensteine der letzten Jahre mit Ihnen gehen an dieser Roadmap. In Rot dargestellt sehen Sie jetzt alle technologierelevanten Arbeiten. Also das kann man, glaube ich, schlecht lesen. Also die Technik, Forschung und Entwicklung. Da gehören aber auch die Joint Ventures von Unternehmen aus Deutschland und Jordanien dazu, die Demonstration von Vor- und Nachteilen von Technologien, die Standardisierung. In Gelb die Planung, Infrastrukturplanung. Wir haben Planungstools erarbeitet, wir haben Machbarkeitsstudien gemacht und in Blau dargestellt die politische Arbeit. Also wir haben in der jordanischen Wasserstrategie hier mitwirken dürfen. Und haben am Ende ein Policy, also ein Politikpapier zur dezentralen Abwassersektor geschrieben, der vom Kabinett auch verabschiedet wurde. Ein paar Beispiele aus der Arbeit. Ich glaube, mit am präsentesten, am bekanntesten war eine Forschungs- und Demonstrationsregion, die wir in Fuhays gebaut haben. Wir heißt Unternehmer Helmholtz. Partner aus Jordanien. Da sind verschiedene Technologien vor Ort verbaut worden, die mit den realen Abwässern der Region arbeiten und dienten einerseits natürlich zur Technologieforschung, aber deswegen auch Forschungs- und Demonstrationsstation. Die Anlage wurde auch genutzt, dass Studenten dorthin kommen, sich mit den Prinzipien beschäftigt haben, dass Techniker mit der Wartung sich beschäftigen konnten, dass Bürgermeister kamen, sich davon überzeugen konnten, dass es nicht stinkt. Solche Dinge wurden dort mit bearbeitet. Hier sehen Sie einfach sogenannte SBA-Anlagen von einer deutschen Firma. In grün sind so Reuse-Beete, wo verschiedene Reuse-Optionen dargestellt wurden. Und hier, das ist übrigens ein Modell, was aber sehr schön das darstellen lässt. In der Mitte sehen Sie auch so einen Pfad, wo die Bevölkerung durchgeführt wird und anhand von Postern Infos bekommt, mit welcher Technik ich welche Abwasserqualität erreiche und was ich dann damit zum Beispiel in der Bewässerung machen darf. Ein ganz wichtiger Teil war natürlich, als Ingenieurwissenschaftler wollen wir ja auch das, was wir entwickeln, irgendwie standardisieren, dass es nicht in unserer Schublade verbleibt, sondern auch angewendet wird.
In meinem Department beschäftigen wir uns eigentlich seit Jahren intensiv mit naturnahen Systemen, Nature-Based Solutions, und wir haben hier eine neue Technologie entwickelt, ursprünglich um die Technik an die jordanischen Rahmenbedingungen anzupassen, also extrem hohe Temperaturen, Trockenheit, wo mit normalen Kläranlagen oder Naturkläranlagen hohe Evapotranspirationsraten den Abbau eigentlich sehr ineffizient machen, weil eigentlich gar kein Wasser am Ende mehr das System verlässt. Wir wollen ja eigentlich jeden Tropfen Wasser für Bewässerungszwecke zum Beispiel haben. Dort wurde ein neues System entwickelt. Man kann das hier sehr schön sehen. Hier sehen Sie die COD, also chemischer Sauerstoffbedarf, als photometrische Ladung ausgedrückt, also Gramm COD pro Kubikmeter dieses Beckens und Tag. Und hier die entsprechende Ablaufkonzentration. Und bis dato war eigentlich 40 Gramm pro Kubikmeter und Tag der Regelwert. Wir haben das Ganze jetzt auf 100 vergrößern können. Das heißt, die Anlagen sind jetzt viel, viel kleiner geworden als vorher, und der Wasserverlust ist sehr, sehr, sehr niedrig geworden. Das haben wir dadurch hinbekommen, dass das ganze System, hier mal am Beispiel horizontal, die Pflanzen sind übrigens, denken Sie sich bitte weg, die verwenden wir in der Regel gar nicht mehr. Das System wird horizontal in dem Fall durchströmt und ist auch überstaut. Das sind ja so Luftblasen, die sollten sich jetzt eigentlich bewegen. Nichtsdestotrotz, das System ist 3 bis 5 Mal kleiner als die alten Kläranlagen und somit auch sehr flexibel einzusetzen. Die Werte sind, kann ich jetzt einfach mal kurz machen, sehr, sehr gut. Was für uns immer wichtig war, war dann auch zum Beispiel die Entfernung von Coliformen. 4 logarithmische Einheiten im Vergleich zu und Ablauf mit einem einstufigen System sind sehr gut. Man kann die auch noch koppeln, dass man zweistufige Systeme hat, dann ist noch eine weitere logarithmische Einheit möglich. Was uns sehr gefreut hat, ist, dass diese ursprünglich für Jordanien entwickelte Arbeit auch hier in Deutschland gut angekommen ist, weil durch diesen kleinen Footprint, den wir jetzt so noch haben, sind die Anlagen einfach viel kleiner geworden. Und wir können sie jetzt auch für unsere neuen Aufgaben, Stichwort Zukunftsstadt, für ressourceneffiziente Quartiere, grüne Infrastrukturen in der Stadt, eigentlich perspektivisch sehr schön einsetzen und sind eben auch, Sie sehen das hier, als auch ins Englische gleich übersetzt worden, dass also auch in anderen europäischen Wassermangelgebieten das Ganze genutzt werden kann. Und wir haben es auch wieder zurückgeführt nach Jordanien, mehrere Anlagen auch gebaut, hier für eine 5000 EW-Anlage, mehrere kleine Anlagen, auch mit den Herstellern zusammen. Das ist also so eine erste Implementierungsphase von der technischen Seite eben sehr schön durchgeführt werden konnte. Ein ganz wichtiger Teilaspekt war aber auch, ich hatte eben schon gesagt, Abwasserbehandlung, Technologieforschung ist das eine. Aber die Frage ist ja dann, wo setzen wir das dann eigentlich an und welche Technologie und Szenarienvarianten haben wir denn eigentlich? Und wir haben deswegen sehr früh, nach Gesprächen mit der KfW, die dort im Nahen Osten sehr aktiv sind, damit begonnen, ein Planungstool, wir nennen den LAUS, zu entwickeln. Auch hier sehen Sie schon, das ist auch eine Karte von Nico Goldscheider, dass wir hier die enge Zusammenarbeit zu den hydrogeologischen Tools eigentlich brauchen. Es geht darum, verschiedene Szenarien zu entwickeln. Ich erkläre das später noch. Es geht darum, verschiedene Szenarien zu entwickeln. Und wir können dann zum Beispiel hier mal schematisch runtergebrochen sagen, wir haben jetzt hier eine Region, kleines Dörfchen, da können wir eine Semizentrale, hier fehlt das Semianlage, zum Beispiel planen, wo mit einem kleinen Kanalnetz das ganze Dorf mit einer kleineren Anlage entsorgt werden kann. Dezentral kann heißen, so verschiedene Gebäudelösungen. Man kann auch gar nichts tun, dass man die Cesspits, also die Klärgruben, durch Tanker entsorgen lässt. Und wenn Sie jetzt einfach hier nur mal auf die spezifischen Behandlungskosten schauen, sehen Sie extreme Unterschiede. Das sind übrigens GD, also jordanische Währung pro Kubikmeter, das ist aber ungefähr wie der Euro. Also Sie sehen Preise wie bei uns in Deutschland ungefähr mit 2,30 €, aber auch durchaus deutlich günstige Varianten. Und die Frage ist natürlich, warum werden die günstigen Varianten eigentlich nicht eingesetzt? Und in der Regel wird in zentralen Infrastrukturen nach wie vor investiert.
Und dieser GIS-Tool, mal kurz dargestellt, wie der funktioniert, das war ja die erste Generation. GIS sagt Ihnen ja sicherlich was. Wir können hier klassische Layers eben darstellen, hier beispielsweise Populationsdaten, je dunkler, je mehr, soll jetzt nur schematisch sein. Wir können die Anschlussgrade an vorhandene oder auch geplante Kanalnetze hier darstellen. Wir können hier die Vulnerabilitäten darstellen. Wir können die spezifische Topografie erarbeiten. Auch deswegen wichtig, wenn wir mit Kanalnetzen denken und planen, sollten die ja auch den natürlichen Verlauf entsprechen, dass man also möglichst wenig Pumpstationen zum Beispiel braucht. Reuse-Optionen. Wir haben immer mit zwei verschiedenen Technologien gearbeitet, eine etablierte SWR-Anlage und eine eben die Eigenentwicklung, immer so als Vergleich, Stand der Technik und Prototyp, und haben von Anfang an eben auch Kosten betrachtet, und zwar, ohne jetzt auch hier näher darauf eingehen zu wollen, wir haben nicht nur die Investitionskosten betrachtet, sondern auch die während der Betriebsphase die Reinvestitionskosten und die Kosten für die Betriebsführung, für Operation und Maintenance. Ja, das haben wir in verschiedenen Beispielen angewendet, das klicke ich jetzt nochmal so durch, verschiedene jordanische Beispiele, haben auch mit das Ganze nach China genommen, wir haben auch Forschungsaufträge im Oman, wo wir für Higher Water, also ein nationales Wasserunternehmen, hier ein bisschen helfen konnten. Und hier das letzte Beispiel, Sie sehen, die Zahl wird auch immer größer, ein Beispiel wieder aus Jordanien, das ist ein Projekt, was wir mit der Schweizer Entwicklungsgesellschaft hier bearbeitet haben. Ja, und die zweite Stufe des Systems wollte ich Ihnen einfach mal vorstellen, auch hier wird in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus hier entstanden. Das zeigt jetzt erstmal die Stadt als Salt, also eine mittelgroße Stadt Jordaniens in der Nähe der Hauptstadt. Hier in Fuhays war diese Forschungs- und Demonstrationsstation, die ich neben vorgestellt habe. Man sieht jetzt in Gelb die Grundwassereinzugsgebiete, in Blau vier Brunnen, die die Stadt im Wesentlichen mit Trinkwasser eben auch versorgen. Da lief auch eine sehr spannende Arbeit. Unter anderem ging es dann darum, die Qualität dieser Brunnen, also hier bei Ihnen im Haus war die spannende Arbeit, die Qualität dieser Brunnen online-mäßig immer sehr, sehr schnell zu erfassen, natürlich ganz wichtig. Für uns war wichtig, dass wir sehr schnell gelernt haben, dass das Grundwasser massiv kontaminiert ist. Also wir haben in vielen Brunnen Coliforme gefunden. Und die Frage war, wo kommt es her? Die Vulnerabilitätskarte wurde von Ihrem Haus dann auch gleich mitgeliefert. Man sieht hier gleich, dass hier eine sehr hohe Vulnerabilität dummerweise genau unter der Stadt besteht. Hier sind jetzt in Rot und Blau die einzelnen Häuser dargestellt. In Blau sind die Häuser, die angeschlossen sind am Kanalnetz, in Rot die Häuser, die nicht angeschlossen sind. Und da waren wir jetzt eigentlich sehr überrascht. Wir haben eigentlich mit Anschlussgrad von 80-90% gerechnet. Es waren in Wirklichkeit aber 58.000 Einwohner gar nicht angeschlossen. Und das auch in dem eng bebauten Bereich der Stadt gar nicht angeschlossen. Das heißt, rein rechnerisch gehen 2,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr von diesem Abwasser in dieses wichtige Schutzgut. Gut, die Frage ist, was machen wir? Mit welchen Technologien, mit welchem Ansatz können wir hier weitermachen? Und es kommt wieder die übliche Frage, wie viel Zentralität macht Sinn, wie viel Dezentralität macht Sinn und wie entscheide ich das? Und was man eigentlich sehr schön machen kann, hier sehen Sie jetzt die spezifischen Behandlungskosten wieder aufgetragen, wieder in GD oder in Euro pro Kubikmeter. Und hier eine kleine Umrechnung, das ist, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt diese Region und wir planen jetzt ein neues Kanalnetz, was wir in diese Region legen wollen. Und dann schauen wir, was rein rechnerisch, was das kostet pro Einwohner, wenn wir dieses Kanalnetz erweitern, also die Sewer Extension in Meter pro Capital gerechnet. Und was man sehr schön sieht, wenn wir hier 4,8 Einwohner haben,
sind die Kosten für Zentralität, Dezentralität gleich groß, bei etwa 2,5 Euro pro Kubikmeter. Hier wird es zunehmend teurer, logischerweise, weil das Kanalnetz oder der Abstand von dem individuellen Haus zu dem jeweiligen vorhandenen oder virtuellen Kanalnetz immer größer wird. Insofern ist die Logik eigentlich die, dass man zentral dort und dezentral dort implementiert. Das Ganze gilt auch, haben Sie gesehen, fürs Ländliche. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, weil es dieselben Technologien sind. Hier kommt natürlich noch der große Kanal dann zur nächstgrößeren Kläranlage mit ins Spiel und verschiedene Clusterlösungen. Sie sehen jetzt hier immer nur vier Extremvarianten. Auch hier mache ich es mal schneller. Man sieht also auch hier, dass es bei den spezifischen Behandlungskosten also wieder deutliche Unterschiede gibt. Und wichtig hier nochmal, das ist also jetzt nicht nur der Investitionsteil, sondern auch hochgerechnet auf 30 Jahre mit realen Betriebsbedingungen in Betriebsführung, Wartung und allem, was dazugehört. Jetzt wiederholt sich das Ganze nochmal. Jetzt stellen Sie sich aber bitte mal vor, wir haben natürlich diese Szenarien auch mit Entscheidungsträgern durchgespielt und diese GIS-Technik macht es natürlich auch sehr spannend, mit Entscheidern diese Dinge zu diskutieren. Man kann das auch, bei uns in UFZ haben Sie sicherlich auch, mit 3D-Brillen betrachten. Dann geht man also regelrecht durch die Systeme durch. Hier sehen Sie nochmal die Layer, ein bisschen größer dargestellt. Also hier die Einzugszone, die verschiedenen Häuser, die idealisierten Kanalnetze. Das ist jetzt eine Höhenkartierung. Also Sie sehen, dass die Stadt ist am höchsten Punkt. Die 3D-Darstellung, alles zusammen. Man kann also dann sehr schön durch das Gebiet auch virtuell durchwandern. Was uns aber auch mal sehr hilft, man kann auch verschiedene Nutzungsszenarien hier mit hineinrechnen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass in der Region X, was ist das hier, Field Crops angebaut werden, könnte man über entsprechende Bewässerungsszenarien, aber auch Bewässerungsqualitäten für die Szenarien relativ frühzeitig nachdenken. Ja, und so kann man also die Scheibchen, die Layer sehr schön ergänzen und auch auseinandernehmen. In Zukunft wollen wir das Ganze übrigens mit unseren Kollegen von der DLR automatisieren, dass wir also auch, stellen Sie sich vor, ich komme gerade aus Ungarn, 850 Dörfer, die in den nächsten 10 Jahren erschlossen werden müssen, dass man mit so einem System relativ schnell automatisiert erfasst, welche Dörfer sind in welchem Abstand von Kläranlagen, von Städten, wo macht Zentralität keinen Sinn, dass man also relativ schnell diese Prioritäten abarbeiten kann. Ja, jetzt wollte ich natürlich noch den politischen Rahmen erwähnen, hier mal als Kabinettentscheidung in Kurzform dargestellt. Ich hatte ja schon Anfang gesagt, wir haben sehr früh das Problem gehabt, dass wir mit den existierenden Guidelines sehr viele Probleme hatten. Die sind teilweise aus den nordeuropäischen Regionen genommen und nach Jordanien übertragen worden, und was wir in Nordeuropa mit der Eutrophierung vermeiden wollen, muss man nicht wirklich mit der gleichen Guideline in Wassermangelgebieten umsetzen. Und wir haben sehr intensiv hier in Jordanien auch in verschiedenen Kreisen gearbeitet. Ganz wichtig, wir hatten seit etwa 5 Jahren haben wir ein Büro im jordanischen Wasserministerium, was ein Netzwerk moderiert, ich stelle das gleich noch vor, aus verschiedenen Entscheidungsträgern Jordaniens. Hier wurden Frameworks in Arabisch und Englisch entwickelt und eben auch übers Kabinett entsprechend verabschiedet. Hier sehen Sie übrigens das Ergebnis der Arbeitsgruppen. Wir haben uns hier in Leipzig getroffen, das sind 2 Staatssekretäre aus Jordanien, die quasi ihre Arbeit mit nach Jordanien zurückkriegen. Aber einiges daraus ist in der Tat auch umgesetzt worden. Ja, und sehr interessant, das Ganze ist so nach dem Modell BDZ entstanden, da haben wir es im Deutschen einfach runder Tisch genannt. Die Jordanier haben dieses runde Tischmodell sehr gut gefunden und daraus das nationale Implementierungskomitee gemacht. Das ist also auch wirklich ihre Idee, die wir nur moderieren durften. Es wurden eigentlich alle relevanten Ministerien angeschrieben, ich selber fühle mich auch geehrt, hier Mitglied sein zu dürfen.
in dem Steering Committee. Wir arbeiten hier auch eng mit den natürlich deutschen Institutionen, GIZ, BMZ, KfW zusammen und hoffen ja jetzt auch noch auf die große Investition, die die entwickelten Forschungsarbeiten auch in größere Maßstäbe übersetzt. Die Arbeitsebene ist ja, je nach Thema werden Arbeitskreise benannt oder auch wieder geschlossen. Sehen Sie schon, Grundwasserschutz war ein ganz wichtiger, Technologieauswahl, Stadtplanung oder mal von der Seite ganz neu, Investitionsprojekte. Das ist nämlich das, was jetzt für die Zukunft wichtig wird, dass die gesamte Arbeit auch jetzt quasi überführt wird in wirkliche neue Produkte, wo ja, quasi auch das Ganze großmaßstäblich umgesetzt wird. Ja, und enden möchte ich eigentlich mit dem Capacity Development und zwar mit einem ganz besonderen Teil. Wir haben überlegt, wie wir die Bevölkerung sensibilisieren können im Umgang mit dezentralen Technologien, im Umgang mit Wassersparmechanismen und so weiter. Und ja, eigentlich durch Zufall haben wir den Kontakt zu Lehrern gehabt, haben EU-Projekte gehabt. Und da ist die Idee aufgekommen, das ja, Nadanien mitzunehmen. Und zwar haben wir das Projekt Water Fun genannt, Hand, Minds and Hearts of Water for Life. Die Idee war, wenn wir die Kinder ausbilden, bilden die Kinder ihre Familien aus. Das ist ja ein in der Werbung beliebter Trick, um neue Produkte an den Mann zu bringen. Das funktioniert auch sehr schön im Capacity Development, wie wir gelernt haben. Was gemacht wurde, ist zu verschiedenen umweltrelevanten Fragen, Wasserkreisläufe, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, wie behandelt man das Wasser, also wir bauen uns eine Kläranlage und so weiter, Wasserwiederverwendung, wurde eben didaktisch aufgearbeitet, auf der einen Seite also in so Comicform in arabischer Sprache. Wir haben über verschiedene Lehrer 5000 Schüler quasi hier ausgebildet. Und es gibt auch sehr nette Anekdoten hieraus, wo Schüler abends nach Hause kamen, in dem Fall zu einem konservativen Grundstückbesitzer, der in sehr großen Mengen vom Grundwasser für die Bewässerung von Pflanzen Grünzeug benutzt hat. Und er hat seinem Vater wohl relativ viele Vorwürfe gemacht, dass das nicht nachhaltig ist und dass man Tierfutter mit anderem Wasser bewässern sollte als mit dem hochwertigen Grundwasser. Woraufhin dieser Mann sofort, das ist üblich in den arabischen Ländern, in das Wasserministerium sofort zum Staatssekretär gegangen ist und sich beschwert hat, was für ein Blödsinn da in den Schulen gerade passiert. Aber genau das Gegenteil war natürlich der Fall. Für das Wasserministerium war das ja ein schönes Zeichen, dass es funktioniert. Also man konnte den einen oder anderen hier sicherlich sensibilisieren. Ja, und das entsprechend, ja, das ist das entsprechende Lehrerprogramm, was auch mit entsprechendem Material vorbereitet wurde. Ja, meine Zeit ist auch fast um. Schlussfolgerungen und einen kleinen Ausblick wollte ich ganz gerne noch machen. Ich hatte ja im Untertitel geschrieben, die Rolle der Wissenschaft in der Implementierung und vielleicht auch als Diskussionspunkt für später, weil gerade hier im KIT, kann ich mir vorstellen, ist das ja durchaus ein Thema, auch mit der universitären Vergangenheit und der Helmholtz-Vergangenheit, die Zusammenarbeit und auch das Thema, vieles von dem, was im IWM entstanden ist, ist ja auch hier im KIT entstanden. Und die Frage ist ein bisschen Valorisierung, was hat sich jetzt endlich etabliert? Und meine Wahrnehmung in der Rolle der Wissenschaft war eigentlich, dass wir nötig sind in dem Prozess. Wir sind, was meine Mitarbeiter mal so nett als Honest Broker beschrieben haben, also wir haben ja keine Verkaufszwänge, wir sind neutral. Und die Politiker hören uns wirklich viel lieber zu als beispielsweise klassischen Consultants, die ja über Honorarabhängigkeiten oder HOAI-Abhängigkeiten eine gewisse Affinität auch zu großen Bauwerken haben, weil dann der HOAI-Betrag entsprechend gut natürlich wird für das Planungsbüro. Wir haben auch gemerkt, gerade was ich gerade angedeutet habe, diese Zusammenarbeit, ich hatte es mal am Beispiel mit der Hydrogeologie heute benannt. Also wir gehen, glaube ich, selbstverständlich ja auch mit den Ergebnissen unter anderem um und kann sich eigentlich sehr, sehr, sehr wenig kompliziert zusammenfinden. Was wir aber gemerkt haben, was unsere Schwäche sicherlich war,
im Vergleich, sage ich mal, zu einer klassischen Entwicklungszusammenarbeit, obwohl die natürlich auch auf einem ganz anderen Status arbeitet, dass wir in der Regel keine lokale Präsenz haben. Also wir kommen als Wissenschaftler in eine Region, nehmen Proben und fahren dann wieder. Und das ist sicherlich etwas, was Projekte in die Länge zieht. Und wir haben zumindest gemerkt, dass seitdem wir ein wissenschaftliches Office quasi in der Keimzelle des Wassermanagements in Jordanien hatten, ganz andere Geschwindigkeiten, ganz andere Präsenz in der Region hatten. Wir sind auch Berater des Staatssekretärs, hier das Foto, Herrn Suba, für viele Wasserfragen und so weiter. Ein Thema für Wissenschaft ist die erforderliche Zeit. Gerade die IWM-Projekte haben das eigentlich sehr schön gezeigt. Die erfolgreichen Projekte waren nicht in 5 oder 6 Jahren beendet. Und da war ich jetzt auch sehr, ich habe hier Vertreter vom Projektträger gesehen, eigentlich sehr dankbar, da hinten sitzt sie, dass uns da auch in Zeiten geholfen wurde, wo es nicht gut ging. Also wenn alles gut läuft, ist die Hilfe ja immer da. Aber wenn es schlecht ging, wenn es Verzögerungen gibt, wenn Berichte nicht da sind, weil irgendwas in Jordanien passierte, ist das ganz wichtig, dass man hier auch den langen Atem hat. Und das ist normalerweise für uns Wissenschaftler ja eher ein Problem. Insofern vielleicht aber auch das Thema, ist das ein Thema auch für Helmholtz, ne? Stichwort längerer Atem, weil wir einige Dinge vielleicht anders machen können als eine normale Universität. Die Entscheidungsknoten lösen, die Vertraulichkeit bilden, ist natürlich auch ein Punkt. Und das, was wir bei mir im Department eigentlich relativ schnell gelernt haben, war, ein Stichwort, wir arbeiten normalerweise interdisziplinär zusammen. Das heißt, wir haben mehrere Institute, die sich dann in bestimmten Dingen einigen und hier dann gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben gerade im Endspurt des Projektes das Ganze mal als transdisziplinär bezeichnet, was heißen soll, wir haben im Idealfall sogar im selben Zimmer Volkswirte, Siedlungswasserwirte, Mikrobiologen gehabt, die dann an einem Tisch mit demselben Zeitstrang zum selben Zeitpunkt ihre Meilensteine fertig bekommen mussten, was zumindest im Endspurt des Vorhabens geholfen. Das ist aber, das haben wir jetzt, weil Herr Teutsch das seinerzeit bei uns auch gut fand, machen können, ist aber in Helmholtz nicht der Normalfall, glaube ich. Zumindest für bestimmte Projekte macht das meines Erachtens sehr viel Sinn. Ja, enden vielleicht noch ganz kurz mit virtuell, aber nur mit Zukunftsperspektiven. Wir sind ja aus der dezentralen Abwasserbehandlung Deutschlands gekommen. Ich habe ein bisschen erzählt, wie wir das auch in den Nahen Osten überführt haben, mit allen Vor- und Nachteilen, dass wir teilweise ja bereits das Ganze auch wieder nach Deutschland zurückgeholt haben. Auch Deutschland, Sie erinnern sich an die Dürre letztes Jahr, ist das eine oder andere ja durchaus ein großes Thema. Wir beschäftigen uns jetzt gerade sehr intensiv mit der Zukunftsstadt. Und zwar da hier ganz besonders mit den ressourceneffizienten Stadtquartieren. Und auch da sind natürlich diese dezentralen Infrastrukturen. Hier mit einem anderen Duktus, möchte ich mal sagen. Hier geht es dann eher darum, das Wasser in den Quartieren möglichst produktiv zu lassen und zu nutzen. Wir haben beispielsweise in Leipzig große neue Quartiere im Bau, wo die Stadt den Investoren vorgibt, das Oberflächenwasser im Quartier zu lassen. Das heißt, hier müssen Nutzungskonzepte gesucht werden, wie dieses Wasser im Quartier sinnvoll verbleibt. Hat natürlich auch sehr, sehr spannende siedlungswasserwirtschaftliche Komponenten. Was ist mit dem Kanalnetz drumherum und so weiter? Altbestand, Neubestand. Aber auch hier wird sicherlich eine Kommunikationsplattform eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir möchten natürlich auch im Nahen Osten weitermachen. Ich hoffe auch wieder in intensiver Zusammenarbeit mit Ihrem Haus. Was wir jetzt langsam vorbereiten, das ist hier ein Bild aus nördlich von Irbid, also an der syrisch-jordanischen Grenze. Und Sie sehen auf den ersten Blick eine sehr, sehr breit gestreute Region. Was man wissen muss, das ist eigentlich diese typischen Host-Communities Jordaniens, wo also die Flüchtlinge aus Syrien in die Städte gehen. Die meisten Flüchtlinge verlassen die Lager sehr, sehr schnell. Das sind auch nicht unbedingt arme Syrer, wie wir da gesehen haben. Aber die Städte werden natürlich vor erhebliche Probleme gestellt. Das geht halt los, dass Schulen in zwei
Taktsystem laufen muss. Manchmal 50% der Einwohner kommen aus Syrien. Es geht erstaunlicherweise gut, man spricht zumindest dieselbe Sprache. Aber als ich dort war, das war eine Delegation vom BMZ seinerzeit, ist eigentlich mir sehr schnell klar geworden, hier kann man sehr, sehr viel, was wir aus dem Smart-Vorhaben entwickelt haben, ob das nun das Frühwarnsystem von Herrn Goldscheider ist und seiner Gruppe oder unseren dezentralen Ansatz, die schnell wachsenden Städte, irgendwann schrumpfen die auch wieder, weil vielleicht viele Flüchtlinge auch nach Syrien hoffentlich zurückgehen. Aber hier, denke ich, ist eine sehr schöne Region auch gegeben, wo wir das Ganze nochmal großtechnisch überführen können. Die Rahmenbedingungen sind gemacht, bis hin auf der politischen Ebene. Und ich glaube, was jetzt die ganze arabische Halbinsel braucht, sind wirklich große Demonstrationsprojekte, wo man auch sieht, wie das ganze System funktioniert. Wer nimmt die Proben, wer ist verantwortlich, wer berichtet wem und so weiter. Also die Kleinigkeiten, die aber mal in der Summe zusammengetragen werden müssen. Und vielleicht wird das eine unserer Zukunftsaufgaben sein. Ja, damit, nein, bin ich noch nicht fertig. Bedanke mich natürlich an dieser Stelle sehr beim BMBF für die Förderung. Beim Wasserministerium muss man auch sagen, die in Jordanien, die also von Anfang an sehr, sehr kollegial, auch mit sensiblen Daten und uns Wissenschaftlern umgegangen sind. Dem NICE, diesem National Implementation Committee for Effective Decentralized Wastewater Management, wo wir eigentlich, das finde ich auch nicht normal, dass ich jetzt als Deutscher Gelegenheit habe, in den jordanischen internen Entscheidungsprozessen nicht nur hineinzuhören, sondern auch ein Stimmrecht zu haben, dort entsprechend bestimmte Prioritäten für die Investitionen zu legen. Und ja, wie es Herren vor mir schon gesagt haben, natürlich auch bei der Bundesstiftung Umwelt für den Umweltpreis. Ich habe auch die Hoffnung, wir sind natürlich sehr stolz, dass das geklappt hat, aber meine Hoffnung ist natürlich auch, dass wir das Thema dezentrale Abwassersystemlösungen damit auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit transportieren können. Für die großflächige Implementierung bedarf es sicherlich in der Region auch der Zusammenarbeit von verschiedenen Ministerien, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, wie es beispielsweise in Oman der Fall ist. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und mit diesem Bild wollte ich mich noch verabschieden. Sie sehen so, unsere Erde sieht da jetzt auch schon sehr, sehr arid aus. Das ist also der Süßwasserteil der Erde gesamt und dieser kleine, ich hoffe, man kann es erkennen, ist eigentlich der Wasserteil, den wir wirklich bewirtschaften, also in Relation dargestellt. Ich hoffe mal, dass die Zahlen stimmen, aber das haben wir zumindest in unserer Evaluierung mal irgendwann dargestellt. Vielen Dank und für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Ja.